Am liebsten blau. Alles falsch. Ja, klasse. Was mache ich jetzt? Ich werde wohl hinausgehen müssen. Mich ärgern, dass ich nicht weiß, wo ich hin muss. Was mich erwartet und was ich tun soll. Vielleicht sollte ich auch einfach nur der Lady sagen, was ich alles gefunden habe. Die Hinweise, sie sind zu erdrückend. Die Herrschaften sind außer Haus. Ich werde Mrs. Van Whitley über ihren Besuch unterrichten. Guten Tag, Sir. Gut, leider war Mrs. Van Whitley auch nicht da. Aber vielleicht konnte ich ja durchs Fenster hinein. Es ist vorbei, Laterne. Ich habe eine Verabredung mit der Vordertür. Nun gut, da uns die Laterne leider abserviert hatte, mussten wir leider feststellen, dass wir keine Ahnung hatten, wo wir hin müssen. Und dass mein Hals sich ganz langsam mal verabschiedet. Au. Schatz, ich habe echt keine Ahnung, wo ich jetzt hin soll. Ich meine, ich habe hier alles erledigt. Ich bin hier überall durch. Das Einzige, was ich hier noch nicht erledigt habe, war tatsächlich da Darkfelle gegen die Scheibe zu donnern. Aber da das ja nicht gerade einfach ist, könnte das witzig werden. Hier kann ich leckeren Whisky kaufen, aber da ich schon genug im Gepäck habe, werde ich wohl keinen brauchen. Der Einsatz beträgt 5 Dollar, Sir. Wollen Sie spielen? Ja, wieso nicht? Rot oder schwarz, Sir? Ich wähle diesmal das blutige Rot. Rot! Sie haben gewonnen, Sir. Ach, mache ich einfach weiter. Rot oder schwarz, Sir? Diesmal das dunkle Schwarz der Stadt. Rot. Sie haben verloren, Sir. Gut, dann reicht das. Sie will unbedingt von uns, dass wir 10-mal gegen diese Scheibe kloppen. Aber ob wir das wirklich schaffen, ich weiß nicht. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Guten Morgen, Mr. Cotton. Ja, diese Stadt ist wirklich verdammt. Und ich werde es weiter versuchen. Du hast es immer noch drauf, Brick. Tony, mach ihm was fertig. Er geht aufs Haus. Oh ja, was Leckeres zu trinken. Darauf habe ich gewartet. Einen leckeren Whisky. Genau das, was ich wollte. Bricky Baby! Zeig mir, wie treffsicher du bist. Wieder Probleme mit dem finsteren Visage, Goldie? Diesmal nicht, Brick, nein. Halte mich einfach... Nein, da haben wir keine Lust zu, nochmal da 10-mal drauf zu hauen. Mir ist eher danach herauszufinden, was ich jetzt eigentlich noch tun soll. Entschuldigung, das war ein Versehen. Was soll ich hier eigentlich noch tun? Ich meine, ich habe hier alles angesprochen. Ich sehe nichts, ich höre nichts, ich weiß von nichts. Das Viertel würde ohne sie doch glatt vor die Hunde gehen, Officer. Jeder bleibt so anheimlich, wie er kann, aber sie müssen immer den einsamen Wolf geben. Wachen sie endlich auf, Mann. Wenn man mal davon absieht, dass Wölfe Rudeltiere sind, was mich irgendwie so ein bisschen nervt, die meisten denken, sie wären ein Wolf, weil sie einsam sind, dabei sind Wölfe Rudeltiere. Waren sie schon immer und werden sie auch immer sein. Ach, er hält sich die Hände vors Gesicht. Ich habe gedacht, er wäre ein Arschgesicht. Im wahrsten Sinne des Wortes, also so. Ihr wisst, was ich meine. So South Park-like halt. Aber gut, wie werden wir hier weiterkommen? Na, Brick, gibst du mir einen Schein, wenn ich allen erzähle, wie unglaublich hart du bist? Klimper, klimper? Mein Gott, Brick, was bist du schwer von Begriff? Ja, das hatte ich schon oft genug gehört. Was haben wir denn hier? Und was passiert nun? Das Bild bleibt einfach stehen. Warum bleibt das Bild einfach stehen? Wahrscheinlich, weil das Fenster keinen Rückmeldung hat. Oh ja, es spürt.
sprudelte aus ihr raus. Wie es mir gefallen hat. Was sollen wir nun tun? Mein Auge irrte die Speisekarte entlang. Wieder und wieder und wieder spielte Malo City auf meinen Wünschen seine kalthätige Klaviatur der Enttäuschung. In der ganzen verdammten Stadt gab es nicht ein Restaurant, das Pumpernickel mit frischem Senf führte. Verflucht sollst du sein, Moloch City, verflucht. Brick, komm doch zu mir. Ich könnte Pumpernickel und Senf besorgen. Das wäre nicht das Problem. Auf jeden Fall müssen wir diesen Typen da aus der Kiste hier rauskriegen und ich habe keine Ahnung wie. Verflucht, warum bin ich nur so verdammt hart? Verflucht. Ja gut, solange wir keinen Schlüssel von hier haben, werden wir hier wohl nicht sehr weit kommen. Warum ist der Tisch noch nicht kaputt? Warum? Oh, das tut mir leid. Warum schreit ihr nochmal? Schon gut, Lady, schon gut. Und warum gibt es in dieser verdammten Stadt keinen Pumpernickel mit Senf? Vielleicht habe ich ja jetzt weitere Optionen. Leider nichts zu machen. Warum geht das nicht? Warum funktioniert das alles nicht? Was mache ich nur falsch? Ja, was machen wir nur falsch, Brick? Das würde mich auch mal interessieren. Moment. Mal sehen, ob wir was im Inventar haben, was wir vielleicht brauchen könnten. Magazin, Whisky, Schrauben. Die Schraubendreher. Oder der Hammer. Wir werden es hier sehen. Ausrüstung. Hammer? Hammer haben wir immer? Nein. Schraubendreher? Irgendwie will das nicht ganz funktionieren. Aber wie kriegen wir diese Kackkiste hier auf? Was brauche ich nur? Was brauche ich nur, um diesen verdammten Tresor aufzuschließen? Das ist hier die Frage. Ja, ja, bla bla. Gespielt wird Hazard. Sie wetten, ob sich der Dealer von der Kartenausgabe überkauft. So, danach verdoppelt... Was? Was soll das? Das sind die Regeln dieses Spiels, Sir. Sie haben recht, das sind dumme Regeln und ich möchte nie wieder von Ihnen reden. Umso besser. Ich habe Lust, noch ein wenig zu spielen. Ja, wieso nicht? Ich bin für Schwarz. Machen wir weiter. Rot. Wir haben wieder gewonnen. Machen wir weiter. Diesmal wäre ich nochmal für Rot. Ja, ich bin gut. Vielleicht mache ich doch weiter. Ich nehme Schwarz. Oh, schade, wir haben verloren. Das reicht dann wohl. Aber was machen wir jetzt? Ich meine, wir können hier nichts mehr tun. Mach keinen Ärger, dann kriegst du auch keinen mit mir. Au. Was war das denn jetzt? Ah, Schmerz. Schmerz, Schmerz, Schmerz. Wie überhaupt nichts vorwärts bringen. Ich will ehrlich zu Ihnen sein. Ich habe keine Ahnung von diesem Spiel und dennoch spüre ich, dass es dieses Zwicken. Schalten Sie mich zurück. Aber ich muss auf der Stelle um $100 mit Ihnen spielen. Kein Spiel für mich. Ach, stellen Sie sich nicht so an. Es ist doch nur ein kleiner harmloser Spaß. Das ist es ja eben. Ich spaße nicht. Irgendwie scheint das Spiel meine Aufnahmemethoden nicht zu mögen.
Alles in Ordnung? Ich kann nicht gegen ihn spielen. Ich kann es nicht. Er ist zu hart. Wenn wir jetzt nochmal ihn anquatschen? Mein Gott, was ist nur diesen eiskalten, abgebrühten Mistkerl aus Ihnen gemacht? Tägliche Übung. Flüstertuschel. Was machen wir jetzt? Halt mich nicht ab, Jungchen. Solange noch was von der Ränke übrig ist, rollt die Kugel. Okay, nicht mein Problem. Aber was werden wir hier jetzt tun? Ich habe keine Ahnung. Was machen wir jetzt? Jetzt, wo das Spiel anscheinend für mich schon fast zu Ende ist. Ich habe zumindest das Gefühl. Der Bär ist... Ich hasse Erdbeer. Mitleid mit Erdbeer ist... Wenigstens die verdammte Popcornmaschine hat die Schießerei überlebt. Jetzt nicht mehr. Du warst es und wirst es immer bleiben. Der Zweitgrößte. Es sah aus wie ein anständiges Getränk, als etwas mit allem, aber es wäre nicht mal aus City, wenn es sich wirklich so verhielt. Es entpuppte sich als alkoholfreier Fruchtcocktail. Lug und Trug überall in dieser verdammten Stadt. Finden wir hier irgendwas? Tod ist noch nicht tot genug. Erschütternde Gewalttaten, von denen die Produzenten hoffen, sie mögen als Mahnung dienen. Und? Tarzan, die Rache der Affenmenschen. Mit Bradley... Larsman? Larsman? Und Joanne Wayne Worm. Wow, was für Name. Was für Namen. Namen, die man... nicht aussprechen kann. Da möchte ich natürlich nicht rein. Was können wir hier noch alles tun? Vor allen Dingen, wie kommen wir an diesem Fettsack vorbei? Blumen etwas verändert. Wie komme ich da hin? Ah, dieses rote Licht. Ich finde es schön. Eine schummrige Lightmap würde da auch sehr gut reinpassen. Fällt mir gerade ein. Ja, wie kommen wir da jetzt rein? Ich meine, ich habe so das Gefühl, dass der gute Herr von Weirdly da oben seinen Spaß hat. Eines Tages kommst du darüber hinweg, Brick. Ich hatte sie wirklich geliebt. Aber dann fiel meine Lieblingstasche in ein Rosenbeet. Danach war nichts mehr wie zuvor. Sie war zerkratzt. Überall. Sogar an den Seiten. Das werde ich auch nie vergessen. Nee. Okay, ich trinke erstmal darauf einen Schluck Tee. Vor allen Dingen, weil ich gerade etwas überfordert bin. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe keinen Plan. Ich meine, muss ich hier irgendetwas tun? Machen. Soll ich hier tanken gehen? Mit allen habe ich ja schon geredet. Hier liegen überall Zettel rum, die einem nichts nützen. Moment mal. Da oben liegt ein Zettel, der anders aussieht als die anderen. Das scheint aber keinen zu interessieren. Was mache ich jetzt nur? Auf die Straße darf ich auch nicht. Was soll ich nur tun? Was soll ich nur machen? Ich würde sagen, ich mache Feierabend. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Eigentlich wollte ich länger aufnehmen, aber irgendwie
Hat zwar doch nicht geklappt, weil wir irgendwie gar nicht weiterkommen. Also dann, viel Spaß bei was auch immer ihr noch macht und tschüss.